Was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Squad Builder Battle mit Ju. Was geht ab, Freunde? Willkommen mal mit Luke heute auch im Squad Builder Battle am Start. Und wir haben uns mitgebracht Antoine Griezmann. Hamid, das erste Mal auf meinem Kanal. Erstmal, ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ja, er hat mich kurz beleidigt vor Aufnahme, aber sonst eigentlich entspannt. Ja, wieso musst du das direkt erzählen? Sowas ist unnötig. Oder ich dachte so auf real. Ja, okay, Leute. Ich beleidige ihn gleich in der Aufnahme einfach nochmal. Dann seht ihr, dass das alles real ist. Und lasst alle gerne ein Like da, wenn ihr öfters hier diese Kombi sehen wollt. Ich glaube, das kann heute cool und witzig werden. Deswegen, ich frage immer meine Gäste, wie viele Likes wir rauskloppen. Du musst jetzt sagen, dann geil. Boah, okay. Hast du schon mal über 1000 geschafft? Nee, schaffe ich noch nicht so ganz. Dann versuchen wir heute, können wir schaffen, auf Illuminati-Basis genau 333 Likes zu haben. Wie nervt, Leute. Lasst 10.000 Likes da, das wäre super. Ansonsten auch 333 wäre auch cool. Kostenlos abonnieren. Und bei Hamid haben wir auch ein Video aufgenommen. Link in Beschreibung. Aber das kommt vielleicht ein bisschen später online. Müsst ihr abonnieren und dann abchecken. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App. Link in der Beschreibung. Ich fange an. Ich zeige erstmal die Spieler, wo ich glaube. Also ich habe noch nicht so viele SBBs gemacht. Ne, fuck nicht ab in den Kommentaren. Der ist komplett behindert im Kopf und so. Es ist einfach, wie es ist. Und ich habe diese zwei Spieler und ich glaube, linker Flügel und rechter Flügel war es, ne? Ja, genau, genau. Ja, diese beiden Spieler. Der Mann ist so verlorene Seele. Er fragt mich eben noch, wie SBB geht. Muss ich alle Spieler rausholen und so, sagt er zu mir. Also, mein linker Stürmer ist Vinicius Junior in Rot. Ne? Second Info. Ein super Typ. Und mein rechter Stürmer ist eine Champions League-Karte. Der hat auch ein bisschen Pace unter dem Hintern. Ich sag dir ehrlich. Junge, hör doch, hast du den? Hä? Hast du Rodrigo? Rodrigo. Nein, Mann, ich hab Dembélé und Carrasco, Mann. Was redest du? Warum hast du das Rodrigo gesagt? Ja, weil ich wusste, du, Champions League Karte gibt's nur Rodrigo. Also darf ich die behalten? Ja. Ja, gut. Dann guck mir, was du hast. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Linker Flügel hast du niemals. Pedro. Warum? Wie Pedro? Ja, Pedro, diese SBC Karte, Flashback, Mashback. Und auf rechte Seite hast du auch niemals, weil auch SBC-Karte, Adidas Numbers Up Marco Asensio. Asensio, ist das eine SBC gewesen? Ja, beides. Okay, aber dann weiß ich ja auf jeden Fall, dass Griezmann noch einen Green Link braucht. Das heißt, dein Mittelfeld ist ganz schön in Gefahr, Bruder. Wir machen weiter mit Mittelfeld. Ich habe einen Anhaltspunkt. Let's go. So, nächste Runde, Mittelfeld. Ich hab's mal fair gemacht. Ich hätte auch dreimal den. Egal, mach einfach. Zeig mal, wen du hast. Okay. Links habe ich. Ich merke gerade, das war gar nicht so schlau. Einen Perfect Link mit Luis Alberto. Dann habe ich in der Mitte. Machen wir erst rechts ZM. Rechts ZM habe ich De Jong. Diese Champions League-Ding. Und generell Mitte habe ich Marcos Llorente. Ja! Mein Gott, Junge, du hast mich doch vorhin noch voll gelabert, dass du Napoli-Fan bist, oder nicht? Oder Marx oder irgendwie sowas. Ja, und? Deswegen dachte ich, Fabian. Nein, Mann, der ist Dünnschiss. Hä? Ja, Ingame ist er scheiße, was soll ich mit ihm? Ja, dann habe ich Fekir, ich dachte grüner Link für Griezmann. Aber weil ich so gut war und Fabian aufgeschrieben habe, brauchte ich noch einen Spanier, und das ist Llorente. Nein! Und der kommt raus. Raus und Bronze-Torwart hin. Nein. Ganz klare Geschichte. Doch. Bronze-Torwart, Junge! Ja, wer hat diese Regel erfunden? Ich schwöre, der ist so komisch. Das ist geil. Ich nehme extra einen mit viel Tempo. Ja, such mal. Kannst du lange suchen. Die können gar nichts. Du wirst sehen, die können gar nichts. Das sage ich dir jetzt schon. Digga, mein Torwart hat 54 Tempo, Junge. Hä? Den hast du gefunden. Ja, Junge. Der ist schneller, fast schneller als Luis Alberto. Okay, ich halte jetzt meine Spieler rein. Digga, wenn ich jetzt keinen bei Wakes habe, ne? Ich habe gefühlt noch nie irgendwas getroffen in einem SBB. Weil der labert mich eben 10 Stunden voll vor der Aufnahme. Ich kann so gut Teams bauen, du wirst so schwer haben, jemanden zu erraten. Mittelfeld direkt Bronze-Torwart. Der Mann hat's drauf. Linke Seite, ne? Ja. Teuer. Hast du eigentlich hast du Geringverdiener-Version von De Jong oder Road to the Knockout? Road to the Ding. Oha, also doch kein Geringverdiener. Mhm. Ich habe auch Road to the Knockout Fred links. Ne? Und nicht wie du hoffentlich KK aufgeschrieben hast. Dann habe ich in der Mitte Icon. Michael, Junge. Ich als Kind, ne, war einer meiner Lieblingsspieler. Ich weiß nicht, weil immer Premiere hieß das damals. Es war damals Sky. Hat immer über ihn geredet und so. Michael ballert und so. Ab in den Urlaub? Ab in den Urlaub. Okay. Und dann habe ich noch auf der rechten Seite. Kennst du David Silva? Der hat so eine Rule Breaker. Ja. Ja, das sind die drei. Scheiße, Digga. Warum? Seedorf als Icon. Ich wusste, du nimmst eine Icon. Casemiro und Fred!
Red nicht so groß! Red nicht so groß! Torwart auch rein! Torwart auch rein! Direkt! Bro, du weißt nicht, wie oft ich schon versucht habe, Fred zu nehmen. Und ich kaufe ihn immer wieder. Und ich habe immer EA-Tags für gar nichts. Ich habe ihn noch nie gespielt. Noch nie! Und jedes Mal EA-Tags umsonst. Ja, ich habe auch einen. Endlich. Endlich. Torwart? Hä? Aber links ZM bockt Torwart gar nicht. Ich würde dir einen Tipp geben, ne? Ja, ist mir scheißegal, wo der ist. Hauptsache Torwart. Ja, okay, schade. Okay. Die Außenverteidiger, ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich hab einen. Ja? Ja. Hast du auf der linken Seite, ich sag dir sofort, wer es ist. Hast du auf der linken Seite Tejes oder Shaw? Bei mir ist er drin. Oder hast du jemand ganz anderen? Ja, ich hab einen von den beiden. Okay, wen? Ja, Digga, diese Dinger hat sie ja lügen. Ich hab ihn schon drin. Achso, Tejes. Ja, ich hab Shaw drin. Nein! So ein Ding ist das nämlich. Ja, und auf der, er sagt, dann kannst du ja lügen. Guck mal, was er mir hier vorwerfen will. Ja, normal. Er denkt, ich bin so einer. Tschüss. Ich glaube, letztes Mal auf diesem Kanal gewesen. Und rechts hab ich Hector Bellerin. Ja! Nein. Spaß, Jesus Navas. Mann! Ey, Junge! Das ist eigentlich mein Job, dieses Prank. Warum bist du jetzt so einer? Jetzt kannst du meine mir wegnehmen, Alter. Kann ich direkt sagen? Ja, ich halte schon rein, ich halte schon rein. Okay, rechts habe ich kein La Liga-Rechtsverteidiger, sondern ich bin einfach mit einem Niederländer gegangen. Und zwar heißt der Dumfries. Ja. Und Linksverteidiger. Aber hast du den? Was? Dumfries? Nee. Okay. Linksverteidiger habe ich Theo Hernandez. Nein. Linksverteidiger dachte ich, ist die Premier League, habe ich Reguillon. Und Rechtsverteidiger habe ich Dest. Ja! Spaß, ich hab Dumfries, hau den mal raus. Nein. Ja, guck, wie fühlt sich das an, geprankt zu werden? Ja, aber du hast bei mir andersrum gemacht. Wie? Ja, ich hab so getan, als hätte ich den. Und du hast bei mir so getan, als hättest du den nicht. Und dann hast du ihn doch. Das ist viel schlimmer, Mann. Ich bin jetzt voll traurig. Das ist echt viel schlimmer. Okay, das letzte Trio. Er hat jetzt zwei. Wakes hat jetzt zwei von mir. Bitte sag einfach, ich hab alle. Das Ding ist, wenn du einen hast, hast du auch alle. So ist das Ding bei mir, ne? Ich hab so gebaut, dass wenn du einen hast, du alle hast. Jawohl. Und ich wollte unbedingt wollte ich eine neue SPC-Karte probieren. Jawohl. Hab ich gemacht? Nein, halt. Nein, Hamed. Bitte. Es ist ja Chiellini. Ich hab die andere SPC-Karte von De Ligt und roten Chesney. Was? De Ligt gibt's ja auch noch. Hey, bitte, sag mal, was hast du? Ich hab Varane, Koundé und Loris. Warum lachst du da so dreckig? Ja, weil ich direkt wusste, ich hab keinen. Du meintest so, wenn du einen hast, hast du alle. Und ich hab eine SPC-Karte benutzt. Ja, korrekt. Kein einziger. Ich hab zwei SPC-Karten. Also auf Chiellini bin ich todesgespannt. Der hat 80 Tempo. Chiellini mit 80 Tempo. Das hört sich schon echt sehr, sehr sexy an. Ja, und jetzt erzähl mal. Jetzt bin ich bei dir mal gespannt. Okay, ja, ich weiß gerade selber. Ich weiß nur, rechts Innenverteidiger habe ich meine Icon. Ach so. Und zwar, das weißt du jetzt vielleicht von dem Video, was wir aufgenommen haben. Kömann habe ich gezogen. Auf dreckig. Und dann linker Innenverteidiger. Muss ich kurz gucken, wer das war. Machen wir einfach mal daraus Kimpembe. Und dann im Tor Navas. Kimpembe und im Tor Navas. Wie würdest du es finden, wenn ich da welche hab? Ja, wäre schon unkorrekt, ne? Ja, ich habe aber gar keinen. Ich habe Blanc, Skriniar und Chesney. Ja! Oh, guys. Oh, yes. Freunde, das sind die Teams. Ich weiß gar nicht, wir haben mit FIFA gespielt. Er meint es mir als Elite-Spieler oder so, also muss ich jetzt schwitzen. Ne? Also letztes Jahr, ne? Elite 2. Guck mal, wie er lügt, Digga. Gold 3 Spieler. Am Ende folgen Discounts, wir gehen rein in die Spiele. Let's go. Okay, let's go. Griezmann muss heute rasieren. Sein linker Fuß muss zeigen, was er drauf hat. Ich sag dir ehrlich. Okay, das ist. Ey, unser erstes Spiel, ne? Ja. Und du hast. Wo hast dein Torwart nochmal? Im Tor. Oh, Junge. Dein Bronze. Da ist er doch. Aber die goldene Mitte ist mein Torwart, Mann. Was ist das denn? Kennst du schon die Wakes-Ecke, Bro? Ich sag das gegen jeden, gegen die Spiele, dass der aufpassen soll, weil... Er kennt sie, aber die bringt trotzdem nicht zu verteidigen. Ja, merkt man. Ja, Asensio! Lauf, Brudi! Ja! Nein! Ja! Ich bin so dumm, ich wollte sweaten! Ich wollte sweaten, ich bin ehrlich! Er will sweaten. Aber kennst du schon die Hamed-Loco-Ecke? Nee, sag mal. Die ist auch krass, Digga. Genauso gut wie meine. Aber du kennst sie auch, sonst hättest du die nicht so gut verteidigt. Was denn? Er macht mit Cancel und so. Uff. Okay. Komm, Griezmann! Komm, Griezmann! Ja! Nein! Ey, das war wichtig.
Antoine, Junge, Antoine, du hattest ihn noch auf deinem Zuckerfuß. Boah, was ein Pass vom Torwart, was ein Pass. Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Griezmann mit Rot. Nein, 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 Luke Shaw, Luke, mit Klasse. Du bist so gut wie Maguire. Nee, nein! Der Torwart macht das. David Silva, ne, der hat aber auch einen Fuß. Der hat auch einen Fuß. Nein, für sowas. Nein! Kleines kurze Eck, Mann! Geil. Vinicius Junior, ich hätte immer Angst, dass er nicht trifft, weil er trifft nie das Tor eigentlich. Jawohl. Jawohl. Griezi! Nein. Griezi! Nein. Lupf! Ja! Warum lupf ich? Okay. Nein, okay. Ronald macht das. Okay. Ronald macht das. Der ist so erfahren, oder? Gut. Nein. Ja. Oh, Bruder. Habe ich den drin gesehen. Maestro Kimpembe. 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 Maestro Kimpembe. Ey, Elfmeter. Oh. Kimpembe lässt er sich da fallen wie eine Feder. Kann er gut. Nein. Oh mein Gott. Du wolltest wetten gegen mich! Ja! Selber Karma kassiert! Selber Karma kassiert! Ich wollte wirklich auch sweaten und kassiere auch Karma. Wieso steht da jemand 48 Meter am Abseits? Jawohl! Mach einen Fehler! Komm schon! Ein Versuch noch! Five, nein! 1-0! Boah, hartes Game, man. Hätte auch anders laufen können. Beide hatten gute Chancen, aber GG, Bro. War geil. Ja, steck dir dein GG sonst wohin. Okay, ich bin soweit. Der Mann ist soweit. Ich verkaufe gerade nebenbei meine Spieler. Ich habe nur einen Pick, das ist die Sache. Ich hasse es, wenn ich nur einen Pick habe. Da treffe ich meistens nur Scheiße. Aber wenn ich zwei Picks habe, dann wird es immer richtig teuer. Du hast 4-3-3, ne? Ja. Ich sehe dein Team gerade hier nochmal. Petro, De Jong, oh, sind ein paar gute Spieler dabei. Ich nehme heute was ganz anderes, nicht das, was ich immer nehme. Ich nehme heute mal einen... Soll ich Außenverteidiger oder soll ich Angreifer nehmen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich nehme... Naja, ich nehme linken Innenverteidiger sogar. Linken Innenverteidiger. Ja, Luis Alberto in Form. Was für ein Außenverteidiger gewesen? Griezmann und dieser, keine Ahnung wie der heißt, Bronzekarte. Oh. Hä, wo waren denn die Guten? Stürmer war De Jong. Ja. Und rechts, links ZM war Köhmann. Ja, wo war Petro? Torwart. Ja, okay. Ja, okay, mach eine SBC fertig. Oder kannst du, ja, mach SBC fertig und dann let's go. Okay, jetzt habe ich die SBC fertig. Und zweiter Versuch. Boom. Zweiter Versuch. Boom. 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 Fertig. Freunde, lasst gerne ein Like da. 10.000 Likes ist das Ziel. Das ist die Challenge an euch. Abonniert den Kanal, checkt Hamid ab, ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann machen wir bald zusammen 10 Arten von FIFA 22 Zockern, ne? Ja, die sollen mal reinschreiben, ob wir das machen sollen. Ja, machen wir. Bis dann, haut rein, ciao.